Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Novena am Rasenkreuz von Mecken, 9. Tag. Herr Jesus Christus, du hast durch deinen Tod am Kreuz die Welt mit Gott versöhnt. Nun ist das Kreuz das Zeichen der Erlösung, das Zeichen des Heils. Mit diesem Zeichen werden wir gesegnet und segnen wir, empfangen und vermitteln wir Gnade. Herr Jesus Christus, du hast auf wunderbare Weise in Mecken, eine Teilgemeinde, jener Pfarrei, in der der Segenspfarrer von Allgäu, Pfarrer Augustinus Hieber, so gnadenvoll gewirkt hat, ein Kreuz im Rasen entstehen lassen. In unserer gegenwärtigen Not, wie kann man die Not nennen, kommen wir im Geist vertrauensvoll zu diesem heiligen Ort und erbitten deine Hilfe in unseren Anliegen. Wenn es dein heiliger Wille ist und es zu unserem Heile dient, so erlöse uns von diesem Übel und nimm den Kelch unserer gegenwärtigen Not von uns. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Schenke uns Geduld, unser Kreuz zu tragen, zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Amen. Wir danken dir von ganzem Herzen. Herr Jesus Christus, der du aus Liebe zu uns am Kreuz gestorben bist. In tiefer Demut beten wir dich an und loben und preisen deine große Liebe und Barmherzigkeit, mein Herr und mein Gott, durch Christus unseren Herrn. Amen. Amen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Heiliges Kreuz, du unsere einzige Hoffnung, sei gegrüßt. Amen. 8. Tag, Apostolat. Dein Tod am Kreuz, liebster Jesus, war der Lösepreis für die Sünden der Welt. Deshalb bezieht sich sein Befehl: Gehet hin in alle Welt und lehret. Auch auf dein heiliges Kreuz, denn in diesem Zeichen ist uns Heil. Auch dieses heilige Kreuzeszeichen, hier im Rasen, dieses Zeichen in der Gemeinde des Segenspfarrers Augustinus Hieber, kennzeichnet einen heiligen Ort, an dem Gott uns Gnade und Heil als Frucht des Kreuzesopfers in besonderer Weise vermitteln will. Unser Auftrag muss es sein, diese Gnadenstätte bekannt zu machen, damit viele das Heilige Kreuz als Zeichen des Heiles erkennen, es verehren und sich selbst unter das Kreuz stellen. Herr Jesus Christus, lass uns Apostel deines Heiligen Kreuzes werden, denn es ist den Menschen kein anderes Zeichen gegeben, in dem sie das Heil erlangen können, als das Kreuz. Gib uns die Gnade, dass wir willig unser tägliches Kreuz auf uns nehmen und so durch unser Beispiel Apostel des Heiligen Kreuzes werden. Darum bitten wir um deines Heiligen Kreuzes willen. Amen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder,
überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, wir stehen unter deinem Kreuz. So wie einst in Jerusalem unter dem Kreuz deine Mutter und Johannes, Maria Magdalena und andere Frauen standen, so stehen auch wir hier. Es fehlen uns die Worte, um all das auszudrücken, was unsere Herzen empfinden. Es drängt uns aber, dich zu bitten, bleibe bei uns durch dein heiliges Kreuz. Wir bitten dich, bleibe du bei der Kirche, bleibe du bei der Menschheit. Wende dich nicht ab von ihr, wenn auch vielleicht viele gleichgültig an deinem Kreuz vorübergehen, einige sich von ihm entfernen und andere nicht bis zu ihm hingelangen. Denn vielleicht brauchen die Menschen heute mehr als je zuvor diese Kraft und diese Weisheit, die du selber bist. Du allein, durch dein heiliges Kreuz, bleibe bei uns in diesem tiefen Geheimnis deines Todes, in dem du geoffenbart hast, wie sehr Gott die Welt geliebt hat. Bleibe bei uns durch deine heilige Mutter, die du vom Kreuz herab jedem Menschen anvertraut hast. Bleibe bei uns, hin zum Kreuz will ich gehen, will die vielen Wunden sehen, will betrachten deinen Schmerz, schauen in dein offenes Herz. Dann will ich voll Reue klagen, ich habe dich mit ans Kreuz geschlagen. Meine Sünden sind schuld daran, sie haben dir so weh getan. Jesus, höre meine Bitten, hast ja auch für mich gelitten. Gib mir eine wahre Reue, meine Sünden mir verzeih. Deiner Mutter liebend Herz, erfülle meinen Reueschmerz. Dass ich dafür mit deiner Lieb, dir Dank in Treue ewiglich. Amen. Durch die Gnadenstätte des Rasenkreuzes hast du, o Gekreuzigter, die Aufmerksamkeit der Menschheit wieder auf dein furchtbares, qualvolles Leiden und Sterben auf dem Kreuzesfall hingelenkt. Wir danken dir aus tiefstem Herzen, dass du die Gnadenstätte des Rasenkreuzes eröffnet und gezeigt hast, mit welcher übergroßen Liebe du die Menschen retten wirst. Mit dieser Gnadenstätte des Rasenkreuzes hast du der Menschheit, die von der Sünde verblendet, im Hochmut und Stolz dein Erlösungswerk nicht mehr beachtet hat, einen neuen Rettungsanker in die Hände gelegt. Wir bitten dich, sende von dieser heiligen Stätte aus recht viele Gnaden in die Herzen der Menschen, damit sie zu dir finden, zu dir, dem Gekreuzigten, der einzig und allein unsere Rettung und Erlösung ist. So opfern wir dir, himmlischer Vater, die Wunden, die qualvollen Schmerzen, das kostbare Blut und das ganze Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Krankheit der Seelen aller Menschen zu heilen. Amen. Amen. Liebe Segenspfarrer vom Allgäu, Augustinus Hieber, wir bitten dich um deinen Segen und deine Fürbitte im Himmel. Und danken dir für deinen Segen und deine Fürbitte im Himmel. Ein ewiges Vergelt's Gott. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.